krank wegen Tourbus und Nightliner. Weiß ich nicht, was, ihr seid ja so viel unterwegs, auf Tour etc. Was vermisst ihr da am meisten? Das eigene Bett, die Freundin daheim oder seid ihr so total entspannt um den Kopf? Ja, alles so. Zu Hause, Freundin, Haustiere, meine WG und so. Ja. Alles, was vertraut ist, vermisst man natürlich irgendwann. Aber es ist. Ist, ich glaube, es frischt auch manchmal. Also man freut sich dann auch, weil man dann wieder zurückkommt. So. Hat ja auch was Gutes. Ja, stimmt. Und dann weiß man Mamas Apfelkuchen nochmal. Genau. ihr bezeichnet eure Musik ja selbst als tanzbare Melancholie. Ist Melancholie für euch jetzt nur was Trauriges? Oder will ihr auch. Verbindet ihr damit auch viel Positives, weil wenn ich an Tanzen denke, und ist ja eigentlich ein Gegensatz in sich. Ja, ist auch ein Gegensatz, aber so, wenn man das wohl Yin und Yang mäßig betrachtet, ist auch in der Melancholie viel Positives für uns. Es ist, halt, ist einfach ein schönes Gefühl, ist intensiv, kann ich, keine Ahnung, kann mich halt sehr bewegen, innerlich. So. Bewegt einen zu tanzen. Ja, genau. Ich finde, es ist auch so, wenn man mit anderen Menschen Traurigkeit betrachtet, hat es was sehr. Wie nennt man das nochmal, wenn man. Das hat man ja auch früher zum Beispiel. Bei so. Wenn etwas schön zu betrachten ist, wie nennt man das dann nochmal? Gibt's ein Wort? Ästhetisch? Kann man sagen. Wird auch immer falsch benutzt. Ehrlich gesagt. Eigentlich sagt man ästhetisch gerade, habe ich mal gelernt. Echt? Eigentlich heißt ästhetisch was anderes, aber alle benutzen es als, dass es was Schönes, ja. Schön ist. Aber ja, einfach so, ich finde, Traurigkeit kann auch so was sehr Ästhetisches sein. Ja. Zum Sehen, was Schönes, was so, was man irgendwie so macht, ist das schön. Stimmt. Kann man dann gut in tanzbar machen. Ja. Auch schon letzte Frage, was sind eure Zukunftspläne für die Band jetzt, so für das Jahr, für die nächsten Jahre, oder lasst ihr es auch, weil ihr auf euch zukommt, so wie alles und so? Ja, wir probieren es immer auf uns zukommen zu lassen, aber so ein bisschen geplant. Also das Jahr ist ja jetzt sowieso geplant, da touren wir jetzt eigentlich bis zum Ende des Jahres durch, Amerika, Europa. Und dann machen wir erstmal ein bisschen länger Pause und wollen dann uns ein neue Lieder ansetzen. Und dann irgendwann nächstes Jahr, also 2016, das veröffentlichen wieder. Wenn das so alles immer, wie wir denken. Kann ja auch alles anders kommen, ne? Ein guter Plan. Ja. Ist schon mal ein Plan. Ja. Finden wir auch, ja.